Was hast du denn als nächstes auf deiner Liste stehen? Nächster Punkt, wenn wir schon beim Essen bleiben, würde ich sagen, reden wir mal über Eier und über Oh Fleisch ja. und über Eier insbesondere. Weil ich bin tatsächlich vor 2, 3 Tagen auf einen Instagram-Reel gestoßen und da ging es um das Thema Eier. Sinngemäß wurde gesagt, der Osterhase kommt, bringt Eier, wir haben auch gerade Osterzeit und dementsprechend fördern Eier Entzündungen im Körper. Zum Glück hat derjenige oder diejenige noch ein bisschen Kontext gegeben, sonst hätte ich echt da einen Kommentar geschrieben, weil das ein Bullshit ist. Aber in dem Moment habe ich mir so gedacht, ja, was du sagst, stimmt, aber du hast einen wichtigen Faktor vergessen. Und deswegen lass uns mal über Eier reden. Vielleicht die Frage an dich, wenn du das Thema Eier hörst, was sind da so Punkte, wo du selber sagst, das ist mir in meiner Aknezeit aufgefallen? Ich war ja eine sehr, sehr lange Zeit vegan, für über ein halbes Jahr. Und in der Zeit habe ich auch Eier gemieden. Und irgendwann habe ich dann ein paar neue Leute gesehen auf Social Media und Co., die haben gesagt, dass Eier extrem gesund sind. Habe ich mir erstmal nicht so viel dabei gedacht, aber dann sind ziemlich viele Menschen, die auch lange vegan waren, die ich als Vorbilder hatte, dazu konvertiert, auch Eier zu essen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, probierst es mal aus und probierst jetzt wieder Eier zu essen. Und ich bin ein Mensch, der hört sehr viel auf das eigene Körpergefühl. Wenn ich genügend auf Geschmacksverstärker und Co. verzichte, kann ich meiner eigenen Körperintelligenz wieder trauen, dass mir mein Körper mit dem Appetit sagt, was gut für ihn ist. Das hat ja auch damals in der Steinzeit so funktioniert. Das ist ja der eigentliche Sinn vom Appetit, nicht vom Hunger, sondern vom Appetit. Und ich habe dann so einen Appetit auf Eier gehabt. Ich habe für mehrere Monate hinweg täglich fast 8 Eier gegessen. Langfristig können wir uns alle sicher sein, funktioniert sowas natürlich nicht. Aber dadurch, dass ich durch diese vegane Ernährung sehr viele Mängel aufgebaut habe in meinem Körper, musste ich die natürlich erstmal wieder decken. Und da waren Eier und des super hohen Nährstoffgehalts einfach richtig, richtig gut. Und meine eigene Körperintelligenz hat durch den Appetit, wie gesagt, mehr, mehr, mehr. Sogar zu so einem Punkt, wo mir mein Heilpraktiker gesagt hat, pass da ganz, ganz doll auf. Das ist ganz gefährlich, so viel Fett, wie du da zu dir nimmst. Aber ja, ich habe das dann noch ein paar Monate gemacht, bis dann der Appetit langsam nachgelassen hat. Und da habe ich dann wieder auch andere Sachen vermehrt konsumiert. Und ein weiteres Thema, was beim Thema Ei auch noch sofort in meinem Kopf auftaucht, Cholesterin. Es wird ja überall propagiert, ja, Eier sind super gefährlich wegen Cholesterin, maximal einmal pro Woche. Aber das Ding ist, das mit dem Cholesterin, das stimmt ja eigentlich gar nicht so. Da hast du Richtig. wahrscheinlich dir auch ein paar Notizen gemacht, die du nochmal erklären kannst, oder? Ja, habe ich. Was ein Zufall. Ja, nee, also vielleicht fangen wir an erstmal mit dem ersten Punkt. Bevor wir jetzt einen Shitstorm auslösen über vegane Ernährung, sage ich mal an der Stelle, ja, es ist möglich, dass man auch mit veganer Ernährung einen Nährstoffmangel ausgleichen kann. Da muss man sich Ja, auf aber jeden erstens Fall. sehr gut auskennen, zweitens extrem viel kochen und drittens auch die Zeit und Energie und auch Geld finanziell zur Verfügung haben, um sich diese unterschiedlichen Lebensmittel und Zubereitungstechniken auch anzueignen. Dementsprechend sage ich mal, für den Durchschnittsmenschen ist eine vegane Ernährung ungeeignet. Soweit würde ich gehen. Und für jemanden, der, sagen wir mal, vielleicht in Richtung eine Hausfrau ist oder auch ein Hausmann, der sich sehr damit auseinandersetzt und auch schon jahrelang vegan lebt, ist es möglich, auch einen Nährstoffmangel auszugleichen. Hört dann logischerweise bei den B-Vitaminen so ein bisschen auf, weil B-Vitamine nun mal so ein Riesenthema sind, unter anderem auch in Eiern. Und bevor wir aber auf das Thema zurechtkommen, würde ich nochmal ganz gerne das Thema ein Ei pro Tag ansprechen. Oder ein Ei pro Woche war da eher die Aussage. Ja. Das ist wirklich so mit der größte Bullshit, den ich kenne. Lustigerweise kommt diese Aussage aus den 80er Jahren ungefähr. Da gab es damals mal eine Untersuchung. Und zwar hat die gezeigt, dass wenn man Eier zu sich nimmt, das grundsätzlich den Cholesterinspiegel im Körper erhöht. Und damals hat man halt vor mir noch gedacht, ja, Eier erhöhen den Cholesterinspiegel, was ja auch stimmt, keine Frage, Eier haben Cholesterin. Und dann kommt so die Aussage, ja, und Cholesterin ist ja schlecht für den Körper. Und da hört es dann schon wieder auf für mich. Weil dann habe ich mir so gedacht, um ehrlich zu sein, ja, das ist eine Theorie, aber es ist halt falsch, muss ich so sagen.
Warum ist es falsch? Cholesterin hat grundsätzlich keine schlechte Wirkung auf den Körper. Natürlich unterscheidet man zwischen unterschiedlichen Cholesterinarten. Es gibt gutes, es gibt böses Cholesterin. Böses schädigt die Z-Zellen und auch die Blutlaufbahn, weil es halt einlagert und Arterienverstopfungen hervorruft und somit Schlaganfall und so weiter. Aber gutes Cholesterin hat halt eben den Vorteil, dass es an der Zellstruktur beteiligt ist. Bedeutet, es baut Zellen mit auf und es hilft dem Körper, sich zu regenerieren. Und somit ist Cholesterin an sich kein schlechter Nährstoff. Und somit sind Eier auch nicht schlecht. Und überlegt mal, jetzt überlegt wirklich mal: Ein Ei reicht einem Küken aus, um draus zu wachsen. Was bedeutet, dass alle möglichen Inhaltsstoffe, alle möglichen Vitamine, alle möglichen Dinge, die ein Küken braucht zum Überleben, in einem Eigelb sind. Plus das Eiweiß durch die Proteinmoleküle. Und das muss doch ausreichen, um dieses Küken zumindest aus der Schale rauszuholen. Dann stelle ich mir die Frage als Mensch: Okay, ich bin jetzt kein Küken, aber dann kann ja das Eigelb nicht so schlecht sein. Und grundsätzlich ist es auch das nicht. Und das Ding ist, und das stört mich halt wirklich, das hat mein Heilpraktiker auch gesagt, das haben meine Ärzte, die wo ich damals auch gesagt, ja, aber Eier haben ja so viel Fett und das ist nicht gut für den Körper. Und ich habe mich halt immer gefragt, ja, warum denn? Was ist denn an Fett jetzt so schlecht? Ist ja nicht so, als ob schlecht jetzt als uns Fett jetzt umbringen würde. Und da habe ich tatsächlich mal gegoogelt und auch ein bisschen ein paar Sachen durchgelesen, die eine oder andere Studie auch gefunden und auch die einen oder anderen Experten dazu befragt. Und schlussendlich bin ich auf die Folgendes gekommen. Und zwar, im Eigelb, also ich rede jetzt nur vom Eigelb, ist Arachidonsäure. Und diese Säure kennt man auch, also die hört man ja immer im Zusammenhang mit Schweinefleisch oder mit Allgemeinfleisch. Und da wird ja immer gesagt, die fördert eine Entzündung im Körper. Was stimmt. Also da ist tatsächlich die Faktenlage eindeutig. Und auch lustigerweise auch mal die Influencer-Meinung an der Stelle. Und zwar, Arachidonsäure stimmt, fördert die Entzündung im Körper, aber das ist halt nur die halbe Wahrheit. Denn, du musst dir vorstellen, das ist so eine Säure, die kommt in deinen Körper und die löst dein Immunsystem aus. Und jetzt denkt man so, ja, schlecht, Immunsystem wird ausgelöst, ist in Alarmbereitschaft, schlecht für den Körper. Stimmt, nicht ganz. Weil stell dir mal vor, diese Säure wird es nicht geben. Stell dir mal vor, du wirst krank, kriegst irgendeinen Krankheitserreger rein und das Immunsystem schläft noch und denkt sich, ach ja, aufstehen, Krankheitserreger. Nee, heute nicht, machen wir morgen. Das kann lebensgefährlich werden. Und deswegen ist diese Arachidonsäure so extrem wichtig, weil sie das Immunsystem auf Zack hält. Das ist im Prinzip wie so ein Trainingspartner, denn dein Immunsystem sagt so, Kollege, du gehst hier nicht pennen, sondern du bleibst hier, trainierst schön und bist immer wachsam. Das ist im Prinzip so ein bisschen die Kernaussage hinter der Arachidonsäure. Willst du was einwerfen? Ja, dazu kann man noch ziemlich gut was sagen, dass das Immunsystem ja ein Training braucht. Wir hatten ja jetzt Corona. In der Zeit haben wir alle sehr darauf geachtet, uns mit nichts anzustecken. Das ging ja so 2 Jahre lang, wo viele Menschen super wenig Erkältungen und Co. hatten. Und jetzt nach Corona, wo die Menschen wieder rausgegangen sind, wieder nicht mehr so sehr auf die Infektionsgefahren geachtet haben, haben alle richtig, richtig starke Erkältungen bekommen, weil das Immunsystem einfach gar nicht mehr trainiert war. Das war komplett aus der Übung raus. Und das ist ja hier wieder das Gleiche. Bloß beim Thema Ei halt auf einen kürzeren Zeitraum und beim Thema Corona auf einen längeren Zeitraum gestreckt. Ja, genau. Und das ist halt auch ein Riesending. Aber um da jetzt so tief reinzugehen, glaube ich, springt doch ein bisschen in den Rahmen hier. Können wir vielleicht mal eine separate Folge zu machen, Immunsystem und Akne-Zusammenhang. Aber lass mich nochmal kurz auf den Punkt zurückkommen. Und zwar, Arachidonsäure fördert Entzündung im Körper, lässt das Immunsystem auf den Zack. So, soweit haben wir alle verstanden. Jetzt ist aber der Punkt, es kommt halt auf die Menge an. Und das ist bei Akne generell so eine Aussage, die einfach stimmt. Denn es kommt halt auf die Menge an. So einfach ist es. Und zwar, Arachidonsäure ist halt so, musst du dir vorstellen, die kommt rein, fördert das Immunsystem und sagt, hier, bleib auf Zack. So, wenn du das aber zu viel davon im Körper hast, dann fördert es eine stille Entzündung. Stille Entzündung kannst du dir ein bisschen so vorstellen wie so ein Flächenbrand. Bedeutet, im Körper geht richtig was ab und da sind ganz viele Entzündungen an ganz unterschiedlichen Stellen und das logischerweise fördert auch Akne, weil Akne nun mal eine entzündliche Krankheit unter anderem. Und dementsprechend hast du halt dann das Problem, dass zu viel Arachidonsäure dein Immunsystem, deinen ganzen Körper und somit auch die Haut schädigen kann. Und jetzt halt, das habe ich mir dann logischerweise in der zweiten Schritt die Frage gestellt, okay, was heißt denn zu viel? Weil alle sagen immer, zu viel, ja, ist schön und gut, aber was ist denn jetzt zu viel? Und zu viel ist tatsächlich,
gar nicht möglich für uns als Menschen aufzunehmen. Denn zum Beispiel, wenn man über Eier redet, dann müsstest du über 10 Eier pro Tag essen. Und jetzt frage ich dich, wer isst über 10 Eier am Tag? Und vor allen Dingen nur das Eigelb davon. Ne? Und Eigelb hat so 90 Kalorien. Das heißt, mach das mal 10, dann bist du schon bei 900. Dann isst du ja auch nicht nur Eier, isst noch was dazu. Also das ist eigentlich unmöglich. Dementsprechend braucht man sich darüber erstmal keine Gedanken machen, um ehrlich zu sein. Und wenn man halt echt darauf achten möchte, um eine stille Entzündung zu regulieren und runterzubringen, dann muss man einfach nur im Prinzip Omega-6 haltige Lebensmittel, also vor allem Öle, reduzieren. Somit werden die stillen Entzündungen reduziert und das tut der Haut am Ende gut. Ach ja, und was mir noch gerade eingefallen ist, lustigerweise, wenn man darüber nachdenkt, dass selbst die Saccharinsäure auch im Muttermilch enthalten ist, stelle ich mir halt die Frage, okay, kann das dann so schlecht sein? Nummer eins. Und Nummer zwei, ist das vielleicht auch nicht ein Helferlein in deinem Körper? Aber ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir mal Schluss mit dem Thema. Denn da könnte ich jetzt noch weiterreden, aber um ehrlich zu sein, das bringt jetzt auch nicht mehr einen riesigen Unterschied. Die wichtigsten Dinge habe ich gesagt. Deswegen lass uns weitergehen. Und zwar zum letzten Thema, was jetzt innerliche Gesundheit angeht. Und das ist der Darm. Matthias, an dich die Frage. Was glaubst du, wie die Meinung in der Influencer-Welt bei Akne über den Darm ist? Meines Erachtens eigentlich ziemlich richtig sogar. Also ich kann aber auch sein, dass ich einfach genau die richtigen Leute abonniert habe. Ich bekomme immer mit, dass es halt problematisch ist, wenn man ein falsches Mikrobiom hat, wenn der Darm nicht richtig gepflegt ist, dass man dann halt auch Probleme mit der Haut bekommt, wenn der Darm zum Beispiel auch mal durchlässig ist, dass dadurch Entzündungen begünstigt werden. Was ich mir vorstellen kann, was du jetzt hier anführen möchtest, ist die Tatsache, dass nicht jedes Probiotikum gut für jede Person ist, weil das Mikrobiom, also die vielen verschiedenen Bakterien im Darm, ja von Mensch zu Mensch super unterschiedlich sind. Dem einen, dem fehlt was davon, dem anderen davon. Und jetzt zu sagen, hier, ich habe ein Probiotikum, das ist für jeden gut, das funktioniert so einfach nicht. Ist das der Punkt, den du sagen willst? Ja, das ist unter anderem ein Punkt, worauf ich aber hinaus will, das hast du auch schon angesprochen. Grundsätzlich stimmt das. Der Darm ist in der Influencer-Akne-Welt und ist halt bei uns auch in der Beratung auch ein Riesenthema, dass nun mal der Darm auch so ein bisschen das Zentrum ist und dass wir da auch extrem viel drauf eingehen, da Analysen haben, um halt zu schauen, wie sieht es bei dir individuell in deinem Darm aus und dann mit dir auch Kuren machen und mit dir auch zeigen, was am Ende des Tages für den Darm gut ist bei Akne und was schlecht ist. Das stimmt schon. Nur was mich halt stört, und das ist so der Punkt, über den ich heute sprechen möchte, ist die ganze Scheinwelt da draußen erzählt dir halt, der Darm ist so das Wichtigste. Und der Darm ist so das Organ. Und das ist einfach falsch, muss ich so ehrlich sagen. Weil natürlich ist da auch Wahrheit dran. Und es stimmt auch, dass der Darm extrem wichtig ist. Aber ich bin dir ehrlich, geh hin, bau deinen Darm auf und dann. Glaub mir bitte nicht, dass du deine Hauptprobleme gelöst hast. Das ist der größte Bullshit, den ich da draußen höre. Weil du hast immer noch dann ein Problem in der Entschleunigung. Bedeutet, du hast unterbewusst Dinge, die du nicht verarbeitet hast. Du hast schlaflose Nächte, du weißt nicht, wie du mit Stress umgehst. Du hast psychische Belastungen. Das ist mal der erste Punkt. Zweiter Punkt, du hast Entgiftungsprobleme noch. Das heißt, Entgiftungsorgane sind nicht nur eben der Darm. Da ist später noch die Leber eine Rolle, die Niere eine Rolle, die Lymphe eine Rolle, die Lunge eine Rolle und am Ende auch die Haut eine Rolle. Und wenn du da irgendwas überlastet hast, Haut ist das letzte Organ, siehst du das halt auch noch in der Haut. Und letzter Punkt ist halt die Ernährung. Unverträglichkeiten, Allergien, Sensitivitäten gegenüber Nahrungsmitteln, versteckte Potenziale. Das sind alles Punkte, die du halt nicht beachtet hast. Deswegen tu dir bitte selber den Gefallen und denke nicht, nur weil ich jetzt eine Darmkur von irgendjemandem kaufe oder irgendein Probiotika auf Krampf schluck, was mir irgendjemand empfiehlt oder selbst wenn es noch nur so eine tolle Biomarke ist, damit wirst du nicht deine Hautprobleme lösen. So einfach ist es halt. Weil das habe ich auch damals gedacht. Ich habe vor mir bin hingegangen und habe gedacht, komm, ich baue mir einen Darm auf, ich esse ein bisschen Sauerkraut, um mein Mikrobiom zu stärken, damit ich halt die richtige Bakterienzusammensetzung habe und keine Allergien mehr habe. Dann gehe ich noch hin und ziehe mir noch irgendein probiotisches Lebensmittel oder irgendein Schleim, den ich damals noch getrunken habe. So ein, was war das? So ein Schokoschleim, gibt es sogar mit Schokoladengeschmack. Auf unterschiedlichen Kräuterbasissen, um halt die Darmwand halt richtig aufzubauen. Also im Prinzip die Trennwand zwischen der Blutlaufbahn, um halt erstens meine Hormone, weil da werden halt Hormone gebildet, dass die Hormone gut gebildet sind, dass ich keine hormonellen Probleme habe und zweitens noch, dass keine Schadstoffe in meine Blutlaufkreisbahn kommen.
Und dann mache ich noch Darmkuren und so weiter. Aber bin ich dir ehrlich, das hat einen Unterschied gemacht. Keine Frage. Meine Haut wurde besser. Aber ich wusste immer noch nicht, was meine Ursache ist. Und ich wusste eben immer noch nicht, was bei mir das Problem am Ende ist. Weil das Thema ist, der Darm ist einfach so vielschichtig und so vielseitig, dass du als Normalsterblicher, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, du einfach nicht weißt, was du konkret machen musst. Weil das nächste Thema ist, es gibt so verdammt viele Möglichkeiten, den Darm aufzubauen. Also wirklich, da reden wir nicht mehr von ein, zwei Möglichkeiten, da reden wir von 10, 20 Möglichkeiten. Also da ist so ein Riesenspektrum, was man theoretisch machen könnte. Und dann stelle ich mir so die Frage, wenn du jetzt individuell für dich nicht weißt, was für dich jetzt funktioniert, weil der Körper ist unterschiedlich, jeder Mensch ist anders aufgebaut. Jeder hat ein anderes Mikrobiom, jeder hat eine andere Hormonbildung, jeder hat eine andere Darmwand, jeder hat eine andere Stärke im Darm grundsätzlich schon angeboren. Dann stelle ich mir die Frage, wie zum Teufel möchtest du denn hinkriegen, dass du deinen Darm alleine aufbaust? Also ich frage mich heute noch, wie ich es damals einigermaßen hinbekommen habe, weil wirklich, das war ein Prozess. Also ich habe da, das kannst du ja sicherlich auch bestätigen, Matthias, ich habe da locker 2 Jahre mit auseinandergebracht und bei mir war es ja nochmal schlimmer. Ich war ja mal im Krankenhaus, ich habe meine Gastroenteritis gehabt, bedeutet, ich habe einen entzündeten Magen-Darm-Bereich gehabt und der war auch wirklich richtig entzündet. Also da lag ich intensiv, auch ein paar Monate, ein paar Tage, ich glaube 2 Wochen oder so, ich weiß nicht mehr genau, musste auch Antibiotika nehmen und so weiter und so fort. Also ich habe meinen Darm richtig einmal durchgezogen, habe richtig vergewaltigt das Ding. Und da habe ich mir so echt am Ende gedacht, wie soll ich das denn hinkriegen? Und 2 Jahre später, 2 Jahre, und ich hatte da schon über 6 Jahre Akne, das heißt, ich habe mich schon auseinandergesetzt mit dem Thema. Habe ich es endlich hingekriegt, herauszufinden, was bei mir nun mal funktioniert. Und das haben wir dann diese ganze Erfahrung dann auch in die Akademie mit reingepackt. Und das, ganz ehrlich, wirklich, das nervt mich so unglaublich, dass da Leute hingehen, die irgendeine Pille sagen, du sollst sie nehmen und auf Masse und auch relativ günstig, die kosten so um die 49 Euro. Und dann sagen die so, ja, nimm das und dein Darm wird besser. Das ist wirklich, das ist so ein Bullshit. Du verbrennst da so viel Geld, du hast keinen Plan, was funktioniert. Du machst deinen normalen Lebensstil, weil das funktioniert erst recht nicht in der Kombination. Also da kriege ich innerlich echt richtig Wut. Aber am Ende des Tages hört sich plump an, aber die einzig logische Konsequenz ist, zur Akademie zu kommen. Das ist die einzige logische Konsequenz. Kann ich dir auch sagen, Natürlich. warum? Er ist so. Und das sage ich jetzt auch nicht, weil wir irgendwie einen Drang hätten, was zu verkaufen oder so, sondern es liegt einfach daran, dass wir nun mal keinen Scheiß erzählen. Wir beide, also ich habe eine Geschichte um die 9 Jahre. Mathis, wie lange war deine Akne-Geschichte? Ach, auch ungefähr so lang. Ja, das heißt, wir haben reell um die 20 Jahre Hauterfahrung auf unterschiedlichen Menschen. Das heißt, Mathis und ich sind auch grundverschieden. Also wir sind unterschiedlich Lebensstil, wir haben unterschiedliche Auslöser gehabt, unterschiedliche Mikrobiome, Darmmikrobiome. Und dadurch, dass wir so lange Hautprobleme hatten, sind wir logischerweise irgendwann auf die Idee gekommen, ja, lass uns doch mal überlegen, was es denn liegt, woran wir denn mal schauen müssen und nicht immer nur irgendwelche Cremes und irgendwelche Pillen zu vertrauen, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, das ist mein letztes Thema. Und haben dementsprechend Erfahrungen gesammelt. So, und gleichzeitig haben wir es halt auch ausgetestet. Also ich habe bestimmt jede Darmkur da draußen getestet, ich habe jedes Medikament getestet, jedes Mikrobiomanalyse habe ich gemacht und vor allen Dingen, ich habe jedes Antibiotikum gefühlt genommen, was es so gibt, also was es auf legalem Weg gibt. Und lustigerweise habe ich auch jedes Probiotikum genommen, was es gibt. Und ich kann echt sagen, aus meiner Erfahrung, dass es, besonders beim Darm ist bei mir halt ein sensibles Thema, weil ich da halt dementsprechend Probleme hatte. Es so individuell ist und so viel Detailarbeit benötigt. Da haben wir ja auch gerade bei unserer Kundin, ich weiß nicht, ob wir Namen nennen dürfen, deswegen lassen wir es lieber. Die hat ja auch das Thema Darm-Riesenthema. Und bei ihr war halt das Ding, sie hatte halt ein verschobenes Mikrobiom so. Also das bedeutet im Prinzip, sie hatte grundsätzlich ein Mikrobiom, was darauf ausgelegt ist, dem Körper Schaden zuzufügen. Hört sich jetzt blöd an, ist aber so. Bedeutet, sie hat einfach ungünstige Darmbakterienzusammensetzung gehabt und sie hat gedacht, ihr geht's gut und sie verträgt alles. Dann haben wir mit ihr die Analyse gemacht in der Ernährung und dann ist rausgekommen, ja, sie darf kein Brot erstmal essen, sie darf kaum Fleisch essen und sie hat ein Riesenproblem mit Milch und so weiter. Und da habe ich mir so gedacht, ja, was soll sie jetzt noch essen? Und deswegen haben wir dann erstmal uns hingesetzt und haben mit ihr dann einfach eine ganzheitliche Analyse gemacht und dann zu schauen, was du jetzt essen sollst und haben Rezepte gegeben, also die Rezepte, die ich ihr gegeben habe, meines vielleicht hast du es dir angeguckt, die sind echt Premium. Also ich finde diesen Brotrezept da finde ich richtig geil. Aber das ist halt auch so ein Thema, das habe ich halt früher auch immer mehr gemacht. Deswegen ist es auch so ein Herzensthema. Und sie feiert es, glaube ich, auch. Also ich habe bis jetzt kein negatives Feedback bekommen.
Bedeutet, irgendwas muss ich ja richtig gemacht haben. Also ich glaube, mir gefällt das schon. Und um jetzt den Bogen wieder zu spannen auf, warum das mit dem Darm so wichtig ist. Guck mal, hätte sie nicht die Entscheidung getroffen, zu uns zu kommen und das zumindest mal auszuprobieren und die Analyse mit dem Darm zu machen. Bin ich dir ehrlich? Sie hätte es nie rausgefunden. Niemals. Weil sie hätte im Prinzip angefangen zu merken, okay, ich vertrage irgendwas im Brot nicht, irgendwie Gluten ist ein Thema und unterschiedliche Getreidesorten, dann hätte sie das weggelassen so. Hätte aber weiterhin extrem Fleisch gegessen, weil sie muss ja irgendwo auch satt werden und ab und zu auch ein paar Milchprodukte so. Dann merkt sie keinen Unterschied. Dann führt sie das wieder ein, setzt Fleisch ab. Dann merkt sie immer noch keinen Unterschied. Und das ist ein Teufelskreis. Und das ist halt das Ding, worum ich sage, erstens, es ist nur logisch, zur Anti-Akne-Akademie zu kommen. Und zweitens, es ist einfach, ein Darm ist so ein komplexes Thema, damit kannst du eigentlich nicht dich auseinandersetzen oder aussagekräftige Aussagen machen, wenn du dich nicht damit auseinandergesetzt hast und wirklich Plan hast von dem, was du redest. Und ich will mich jetzt nicht hinstellen, als ob ich hier der Experte vom Expertentum wäre. Also ich bin immer noch logischerweise gut ausgebildet und ich kenne mich auch aus. Ich würde auch sagen, dass ich in einem Vergleich auch gar nicht so schlecht abschneide. Nur ich bin selber auch Lernender so. Also ich will mich jetzt nicht hinstellen, als ob ich alles weiß. Es gibt Unmengen daran zu lernen. Die Studienlage aktualisiert sich jedes Mal. Also es gibt immer wieder neue Dinge und das ist halt auch ein Thema, muss man halt auch ein bisschen Feingefühl haben und auch so ein bisschen Interesse haben. Weil da Studien durchzulesen, viel Spaß. Da sind Fachbegriffe drin, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, die muss ich auch mal nachgoogeln. Aber das ist halt so ein Thema. Und deswegen tu dir bitte, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, selber den Gefallen und kauf nicht irgendwelche Standard probiotischen Lebensmittel, irgendwelche Kapseln, irgendwelche Darmkuren, wenn du nicht konkret weißt, was du wirklich tun musst, damit es deinem Darm besser geht. Weil jeder Darm, um es nochmal zu erwähnen und das am Kopf bleibt, ist individuell. Jeder Darm braucht eine individuelle Behandlung und du kannst nicht einfach mit der Gießkanne auf den Rasen gehen und alles nehmen, sondern du musst halt einfach den Unterschied machen und individuell für dich schauen. Und deswegen ab zur Akademie, wir machen das für dich. Weißt Gibt es du, noch was von ich dir dazu noch Ergänzungen an sagen der Stelle? möchte? Zu dem Thema Darm. Ich nenne das gern den Wundermittelkomplex. Der Mensch neigt ja dazu, seine Probleme auf eine Schlüsselursache, ein Problem zu reduzieren, was durch ein Mittel gelöst werden kann. Das Wundermittel. Und da liest man mal im Internet irgendeinen Blogartikel, wo steht, du brauchst genau das und davon werden all deine Probleme sich in Luft auflösen. Auf ein paar Menschen auf der Erde wird es vielleicht sogar zutreffen, aber definitiv nicht auf die meisten. Und wir neigen einfach dazu, zu glauben, das eine Ding, das wird es sein, das eine Ding, dieses eine Mittel, dieses eine Probiotikum, das wird meine Akne heilen, es wird mir Monate später besser gehen. Oder wenn man zum Hautarzt geht, diese eine Creme, die wird meine Akne kommen. Du musst auch schon lachen. Diese Naja, eine das ist totaler Creme wird Bullshit. alle meine Probleme lösen. Und dann schmiert man sich das Zeug ins Gesicht oder nimmt die Tropfen jeden Morgen. Und was passiert? Nix. Ja. Und doch, Das es ist ist was passiert. Es ist was passiert. Dein Kontostand hat sich korrigiert, aber nach unten. ja, ganz genau. Also es ist auch bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln so. Wir sind ja Fans von Nahrungsergänzungsmitteln, weil man damit in der heutigen Zeit wirklich seine Nährstoffe nach oben drehen kann. Aber Nahrungsergänzungsmittel bringt halt nur was, wenn du sie auch brauchst. Wenn du schon Richtig, super ja. Vitamin C-Spiegel hast, was unwahrscheinlich ist, aber möglich ist, dann brauchst du kein Vitamin C zu supplementieren. Alles, was es dir bringt, ist ein teurer Urin. Ja, Also ist halt echt so. Ja. Ja, das ist auch super, was du es nochmal erwähnt hast, weil, wie du schon gesagt hast, die Leute gehen halt hin und suchen so the magical one thing. So, was ist so das Ding, was mir jetzt den Riesenunterschied macht und was ich von 0 auf 100 bringt? Aber am Ende sind es halt die Basics. Es ist einfach so. Es sind die Grundlagen. Und es ist nicht so, dass es beim Darm einen Unterschied gibt. Da gibt es auch Grundlagen, da gibt es auch unterschiedliche Ernährungsweisen, da gibt es unterschiedliche Lebensweisheiten und da gibt es unterschiedliche Helferlein, die da helfen können. So einfach ist das. Wir finden jetzt auch nicht das Rad neu. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir da auch so ein Magical One Thing euch irgendwie da erklären wollen, sondern es sind einfach die Grundlagen und das in der richtigen Abfolge auf dich abgestimmt. Und so funktioniert es halt. Und das hat leider lange gedauert, dass wir es rausgefunden haben, sonst wäre es bei uns persönlich auch schneller gegangen. Aber es ist gut, dass wir es rausgefunden haben und dass wir es halt weitergehen können. Was wir halt Gut. benutzen, sind ja unsere Analysen von unserem Laborpartner. Wir schicken dir, also wenn du bei uns Kunde wirst, drei verschiedene Tests zu, Testpakete. Da legst du dann deine Proben rein, zum Beispiel ein bisschen von deinem Haar, ein bisschen Blut. Das ist mit so einer ganz kleinen Mininadel, was du da abnehmen musst, total easy. Und wir haben auch noch eine Stuhlprobe.
Und anhand dessen können wir dann wirklich analysieren, was du brauchst. Dann können wir dir einen Nahrungsergänzungsmittelplan erstellen. Wir können dir sagen, welche Lebensmittel du eher meiden solltest, welche Lebensmittel vielleicht auch besser sind für dich. Und ja, diese Analysen, die kosten einmalig Geld. Aber ich bezahle lieber einmalig 100, 200 € für so eine Analyse, als für die nächsten 3 Jahre mir teure Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ich meine, so eine Flasche Vitamin D, die ist bei einmaliger Anschaffung vielleicht relativ günstig, aber wenn du eine gute Qualität willst und das auch über Monate hinweg, dann kommst du im Jahr schon auf etwas über dreistelliges. Also, muss man selber Ja, ich entscheiden. sag Ist mal, wieder das Ding kurzfristig oder langfristig, was man möchte. ja, Riesenthema. Oder ich sag mal auch kurz, nennen wir sie mal, keine Ahnung, Sophie. Sophie, also ist nicht der originale Name, aber wie gesagt, Datenschutzgründe dürfen wir nicht drauf achten. Sagen wir mal, Sophie, wo ich mit dem Gespräch war, hat sie damals zu mir gesagt, bevor sie sich dazu entschieden hat, bei uns zur Akademie zu kommen, habe ich sie gefragt, wie viel hast du denn schon ausgegeben für Nahrungsergänzungsmittel, für Hautpflege und so weiter und so fort, ohne zu wissen, dass es wirkt. Und weißt du, was ihre Antwort war? Um die 2.500 € im Jahr. Dann habe ich zu ihr gesagt, ganz ehrlich, hättest du das nicht gemacht, hättest du erstens deinen Kontostand gespart und zweitens wärst du schon lange bei uns Kunde gewesen und hättest verstanden, was es bei dir überhaupt funktioniert. Und um ehrlich zu sein, es ist, was wir machen, ist kein Vergleich. Also es ist einfach kein Vergleich. Aber um da jetzt nicht zu lange drauf einzugehen, bin ich ehrlich, lass uns mal das nächste Thema ansprechen und auch das letzte Thema.